Hallo zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade nach Hause gekommen und habe jetzt Feierabend. Und morgen geht es ja endlich zum Tätowierer, da freue ich mich mega drauf. Zum Tätowierer kann ich euch jetzt nicht mitnehmen, aber ich werde euch dann auf jeden Fall das Motiv zeigen und sagen, wie die Schmerzen waren und wie der Preis war, und zeige euch auf jeden Fall das neue Tattoo und quatsche damit darüber mit euch kurz so. Und am Samstag geht es übrigens wieder nach Leipzig, und zwar wollen wir shoppen fahren, weil ich 2 Tage danach Geburtstag habe, und so wollten wir auf jeden Fall ausnutzen. Ich habe auch dann nächste Woche eine Woche Urlaub, worauf ich mich mega freue. Und ich habe mir übrigens, also ich habe ein neues Buch bekommen, und zwar, Moment, ist das hier von Conny, mein Freund, der Eiffelturm und ich. Und das ist der 4. Band, und ich warte da echt schon seit 2-3 Jahren drauf, weil ich habe da oben die anderen 3 Bände, und die haben jetzt ewig gebraucht, um den 4. zu schreiben. Deswegen, das werde ich jetzt auch gleich mal hier mit hinnehmen, weil ich mein anderes Buch fertig gelesen habe. Und werde dann jetzt das neue anfangen, und ich werde mich dann morgen wieder melden. Ich denke mal, wenn ich vom Tätowierer zurück bin. Leute, ich bin zurück vom Tätowierer. Ich bin wieder zu Hause, und ich stelle euch jetzt mal hier kurz hin, damit ich es euch auch zeigen kann. Ich bin wieder zurück. Ich war jetzt 2 Stunden beim Tätowierer. Und ich werde euch jetzt mein Tattoo mal präsentieren. Ich habe jetzt hier noch so ein großes Pflaster drauf. So sieht es jetzt aus. Ich habe, wie gesagt, noch so ein großes Pflaster drum. Das muss ich jetzt 3 Tage dran lassen. Und ja, das ist das Tattoo. Ein Go und ein Papierflieger. Richtig, richtig schön. Es ist mega schön geworden. Ich bin richtig happy. Und ja, wie gesagt, so sieht es aus. Es tut noch ein bisschen weh. Aber ich bin einfach mega happy, dass ich es jetzt habe. Und zwar habe ich mir dieses Go stechen lassen, weil ich halt mega gerne reise, auch wenn ich zurzeit nicht so viel Zeit habe zum Reisen. Aber es ist einfach die Bedeutung für mich mit diesem Reisen, und dass ich so gerne reise und gerne die Welt sehe. Und deswegen habe ich mir das stechen lassen, und ja. Wir haben halt noch so ein, ach, ich kann das so schlecht zeigen. Auf jeden Fall, ja, ich bin einfach mega happy. Und ich habe dafür 100 Euro bezahlt, was echt günstig ist, muss ich jetzt sagen, weil ich habe hier mein erstes Tattoo. Und das hat ja auch 100 Euro gekostet. Und wenn man den Vergleich sieht, ich kann das nicht zeigen. Wenn man den Vergleich sieht, das ist ja schon ein bisschen größer. Und ja, das war der Preis. Und zu den Schmerzen, ich finde das immer, es ist immer schlecht, sowas zu erklären, weil es tut schon weh. Das kann keiner sagen, dass es nicht weh tut. Klar tut es schon weh, aber es lässt sich halt aushalten. Ich muss sagen, die Schattierungen haben eigentlich am meisten weh getan, weil da ja dann halt echt zigmal drüber gegangen wird. Und ich kann den Schmerz auch nicht beschreiben. Es ist halt so wie kleine Messerstiche, oder als würde man sich irgendwas reinritzen. Ich weiß nicht, das kann man schlecht beschreiben. Es tut halt schon weh, klar, aber es lässt sich aushalten. Und ich muss sagen, dass, also hier vorne hat es echt am meisten weh getan, aber geht schon klar. Also dafür, dass ich das jetzt ein Leben lang habe, geht es echt klar. Und ja, das ist jetzt mein neues Tattoo. Ich kann es euch am Samstag, da werde ich die Folie abmachen und eincremen, und dann kann ich es euch nochmal richtig zeigen. Und ja, wie gesagt, die Schattierungen waren halt am schmerzhaftesten, aber es hat sich alles aushalten lassen. Ich habe es überlebt. Und wie gesagt, ich bin mega happy. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, aber ich bin echt so zufrieden damit. Und es ist echt so schön gestochen und so richtig präzise gestochen. Einfach mega happy. Ich kann dazu nicht mehr sagen. Ich bin einfach wirklich so happy damit. Und
ja, am Samstag geht es wie gesagt noch nach Leipzig zum Shoppen. Ich denke mal, das werde ich auch noch in den Vlog hier packen. Und ja, jetzt werde ich mich erstmal umziehen und abschminken und ja, dann melde ich mich einfach die Tage wieder und ich hoffe, ich habe nichts vergessen zu erzählen, wenn nicht, erzähle ich das noch in den nächsten Szenen, aber ja, das ist mein neues Tattoo und ich bin mega happy, wie gesagt. Hallo, ich bin gerade nach Hause gekommen und habe jetzt endlich Urlaub. Yes, mega cool, also ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, ich habe noch ein paar Bücher, die ich euch gerne zeigen würde, denn ich habe mir neue Bücher geholt. Und was ich übrigens auch vergessen habe, in meiner letzten Szene zu erzählen, ist, wie lange ich für das Tattoo eigentlich gesessen habe. Und zwar habe ich ungefähr 40 bis 45 Minuten gesessen. Also es hat halt ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert und dann war das fertig. Das habe ich noch vergessen zu erzählen. Und ja, ich stelle euch jetzt erstmal wieder hier ab. Erstmal habe ich heute noch ein kleines Päckchen bekommen. Boah, habe ich mir ein Buch bestellt. Und zwar ein gebrauchtes Buch. Und zwar von Lemony Snicket. Der Seufzersee. Von eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Ja, ich wollte den dritten Band schon haben. Ich wollte jetzt nicht warten bis August, bis das nochmal neu aufgelegt wird. Deswegen habe ich mir das jetzt gebraucht bestellt. Und ja, das denke ich mal, werde ich jetzt auch bald lesen. Und ich hole jetzt mal noch die anderen Sachen. So, dann kam für mich noch das Buch. Und zwar ist das von Ransom Riggs, Die Legenden der besonderen Kinder. Ich habe ja die Reihe, die Insel der besonderen Kinder und die zwei nachfolgenden Bücher gelesen und das ist jetzt quasi die Legenden der besonderen Kinder. Ja. Dann habe ich mir noch ein neues Deo-Spray gekauft von Aveo Lotus Litchi, auch ganz gut. Und dann habe ich mir noch ein neues Make-up geholt und zwar ist das, wenn er fokussieren möchte, von Reval de Loop, das Zwei-Phasen-Make-up in der Nummer 01 Light. Ja, habe ich mir geholt. Und jetzt schaue ich mal, was ich noch so hier drin habe. Ja, zweimal Geschenke. Und zwar habe ich jetzt hier fünf neue Bücher. Weil ich kann es nicht lassen. Und zwar habe ich jetzt hier noch fünf neue Bücher. Und zwar einmal von Ursula Poznanski Stimmen. Das ist ein Thriller. Die schreibt auch richtig gut. Deswegen habe ich das mal mitgenommen. Dann habe ich hier noch einen Thriller. Und zwar von Rebecca Thornton. The Girls, Freundinnen, unzertrennlich bis zu jener Nacht. Klang auf jeden Fall auch sehr spannend. Dann habe ich hier, das ist so ein bisschen Fantasy angehaucht von Alexandra Bullen, Drei Wunder. Die hat da halt, findet so ein Kleid und hat dann da drei Wünsche frei. Ich habe noch vier Bücher, weil ich habe hier noch ein Geschenk. Und dann habe ich noch das Buch von Chibi Stevens, Two Girls, was dich nicht tötet. Auch ein Thriller, stand ich schon ein paar Mal davor. Und ja. Das sind meine neuen Bücher, die ich mir geholt habe. Was anderes habe ich, glaube ich, nicht geholt. Und ich werde jetzt auch diesen Vlog hier beenden. Ich wollte zwar eigentlich morgen, wenn ich nach Leipzig fahre, das noch mitvloggen, aber das werde ich in den nächsten Vlog mit einbauen. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr wie immer in der Infobox. Meine Stimme. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe jetzt übrigens die Folie abgemacht von meinem Tattoo. Und ja, so sieht es jetzt aus. Ohne Folie ist halt noch ein bisschen rot. Weil, ja. Und ein paar Fusseln sind auch noch dran. Aber gut, ich werde das jetzt immer schön eincremen. Und ja, so sieht es jetzt aus. Ohne Folie. Also ich bin auf jeden Fall mega zufrieden damit. Übrigens weiß ich gar nicht, ob ich dazu gesagt habe, dass das G hier vorne halt aussehen soll wie so ein Pfeil. Ich denke mal, das kann man sehen. Ja, das war auch Absicht. Jetzt habe ich aber, glaube ich, alles erzählt.